Vor 5 Jahren waren wir beide schon mal hier und haben ein Video gedreht, das könnt ihr auch bei YouTube immer noch finden. Und da ging es um einen Radweg, der in Volksee gebaut werden sollte. Jetzt wird er gebaut. Das freut mich natürlich. Es ist nicht selbstverständlich, nicht mein Verdienst nur, aber es ist unser gemeinsames Verdienst, denn wir haben etwas getan, was sonst für Radwege nicht so üblich ist. Es ist an einer Kreisstraße, normalerweise ist der Landkreis hierfür zuständig, aber der Samtgemeinderat hat gesagt, beschlossen meine ich, waren es alle, hat gesagt, wir wollen diesen Radweg hier haben, lasst ihn uns in Volksee bauen. Der Grund für diesen Radweg ist ein ganz einfacher. Da vorne ist der Sportplatz, dann geht es hier runter, hier ist sofort die Kreisstraße und die Gefahr, dass man natürlich da drauf kommt, ohne Radweg, Fußweg hat es ja auch nicht gegeben, war sehr groß. Deswegen war die Forderung der Volkserinnen, und diese Forderung ist über 10 Jahre alt, völlig gerechtfertigt. 2011 bin ich in den Rat gekommen, da hieß es schon, wir brauchen einen Radweg. Es hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet und lange und hart dafür gearbeitet. Wie gesagt, vor 3 Jahren haben wir im Samtgemeinderat gesagt, wir machen es, wir nehmen das Geld in die Hand und wir bauen quasi selber. Warum ich das erzähle? Einmal, weil es ein Erfolg ist. Es ist wunderbar, der Radweg kommt. Und einmal, um zu zeigen, wie dick die Bretter sind, die wir bohren müssen. Es hat insgesamt über 10 Jahre gedauert, um diese 300 Meter Radweg, die völlig berechtigt sind, zu bauen. Aber wir sehen, es geht.